Willkommen zurück zu einer neuen Zapfenstreich-Folge South Park's No Day mit einem Mann, der gerne an fremde Zapfen rangriebscht. Kreis. Streich mir den Zapfen, ist mein bester Anmachspruch gewesen in den 70ern. Pass mir mal an meinen Zapfen und guck mal, was da rauskommt. Ich war ja früher auch Zapfenkapitän. Ja, und Zapfenmilchmeister, ne? Ja, und mein Schiff hieß die Hartmar Zapfen. Die Hartmar Zapfen. Und hier sind da wieder Drus. Hier sind wieder Nekromanten-Drus. Alter, meine Klöten wackeln im Wind. Widersetzt dich dem großen Zauberer? Hä? Ich hab Katzenspielzeug. Durch die Kraft der Zauberei richtet eure Munition eine Weile keinen Schaden an, Leute. Was? Dann spritze ich die halt alle voll. Mit dem Katzenarsch. Egal, guck mal hier, meine Kanü. Meine Kanü de Mal. Super Kanü. Boah, der holt immer wieder neue. Irgendwo hier ist so ein Nekromantenmeister. Den müssen wir bezwingen. Alter, er versteckt sich im Schnee und sagt Wiederholung. Wiederholung? Dann sterben nämlich auch all seine Nekromantenfreunde. Guck mal, der hat hier fiese Nekromilch. Die fiese Nekromilch. Von den... Nur von Toten gezapft, ganz frisch. Kann nur 7 Minuten nach dem Eintreten des Todes noch gezapft werden. Danach. Und die verstecken sich im Schnee, ja. Nekromilch. Neues Produkt von Kreis Industries. Industriemilch. Von echten untoten Kühen. Echten untoten Kühen. Ich will heim. Haben die noch einen Nekromann? Nee, ich glaube nicht. Doch, irgendwo müssen wir noch einen Gegner besiegen. Ab und zu verstecken sie sich halt im Schnee. Ja, jetzt steht auch, wähle eine Karte am Tor. Wähle eine Torkarte. Waren das Nekromanten? Vielleicht wird dies die Chancen ausgleichen. Das waren Nekromanten, mein Freund. Alter Ultra, wenn du den Turm platzierst, erzeugt dir 14 Minen in der Nähe, die jeweils 6 Schaden verursachen. Den hatte ich auch schon im Blick. Heftig, ich krieg direkt hier eine Ultra-L-Karte. Eine Ultra-Larry. Ja, nämlich die. Ich hab die auf legendär hochgepusht. Ich hab Ultra-Larry-Modus. Der Ultra-Larry-Modus. Ich hab jetzt auch dieses... Hey, Neuling! Mach dich bereit! Eric, Alter, was ist das für eine Nähe Kirche? Sein. Hä, wo kommt auf einmal dieser Nekromanten-Missionszeugs her? Keine Ahnung, ist eine völlig andere Mission. Guck mal, da steht da auch. Bist du ja, Cartman? Du tust es schon wieder, ja, Neuling. Rennt. Du ruinierst das Spiel. Du ruinierst das Spiel, Fettarsch! Ihm nach! Ja, aber bis zu dem Punkt, wo wir die Aufnahme noch nicht gestartet hatten? War es gleich, ja. War es gleich. Die ersten 5 Minuten halt, ne? Boah, hast du gesehen? Der Turm kommt und direkt hier Kröckelmeister Deluxe. Boah. Super, Spieler 1. Egal, wenn es so aussieht, als hättest du gerade in die Hose gepinkelt. Boah, ich brenne ja alles nieder. Du hast das Richtige getan. Ich habe zwar gerade meine Hose uriniert, aber für die große Sache, ne? Muss man immer halt auch noch erwähnen. Ja, muss sich halt auch nicht schämen, ne? Nee, ja, was? Lieber gut uriniert als schlecht frisiert, sage ich immer. Oh, wo geht's denn hier lang? Na, da müssen wir sogar hin. Hier ist noch eine Kiste. Na, Klopapier ist halt nach wie vor strategisch sehr wichtig, ne? Ja. Dun, dun, dun. Weiß halt nicht, ich nehme mal eine Kanonenkugel mit. Vielleicht brauchen wir die noch. Also bis jetzt habe ich hier noch nichts gesehen. Alter, die Sniperinos. Ich komme gar nicht rüber. Au, Alter. Klassisches Drew-Verhalten. Ich bin halt so ein Pyromane. Ja, ich habe jetzt auch dieses AOE-Ding hier mit dem Stab. Gehst du halt rein, ey, dann mach ich gegen Gegner noch mehr Schaden, wenn sie bluten.
Aber irgendwie zünde ich mich selbst an. War es schon immer so, dass man sich selbst anzündet? Nee, das steht bei irgendeinem Upgrade steht das dabei. Dass, wenn du ihn überlädst, verbrennst du dich selbst. Ich bin halt The Burning Man. Alter, was für ein Flammentornado aber, ne? Oh, ich bin tot. Mein Pangens tut weh. Oh je, so viel Blut. Oh je. Werde zu Hass. Knacke das Schloss. Hier war jetzt keine Kanone, ne? Völlig crazy, ja. Das Game ist völlig crazy. Diese Nekromantenkirche plötzlich und so. Ja, die Nekrokirche. Du hast mir keine Wahl gelassen, neulich. Am Necro River. Direkt im Necro Forest. Der Totenwald. Warte mal, hier ist so ein kleiner verschlängelter Ja, Garten, hier ist ein kleiner Weg. Ach, da ist eine Kanone. Aber für was? Da hinten ist ein riesen Eisding. Ajo. Da müssen wir mal reinlurzen. Aber wo ist eine Kugel jetzt? Weiß ich nicht. Ich hatte eine mit hier zum Anfang von dem Part genommen. Weiß ich zumindest, wo sie ist und kann sie holen. Das ist wahrscheinlich auch die, die man braucht. Eric Lurzman hat nämlich keine weitere gedroppt. Hey, ich finde keine. Hier war das lang, oder? Ja, und dann wird es einen verwunschenen kleinen Lurzweg. Aber egal, beide gehen erst so einen Meter dran vorbei und dann so, Moment mal. Denkst du, da ist was Fettes drin? Bestimmt eine Upgrade-Karte oder sowas, ne? Wahrscheinlich. Naja, guck dir das an, das ist eine ganze Höhle. Ja. Boah, da geht's runter. Boah, komm mal hierher. Alter, komm mal her, du, ey. Komm mal her, ja. Alter. Das war ich versuche mehr Schaden, aber ich steck mich mit der Zeit selbst an, ja. Na egal, ich bin so ein Kamikaze-Jonkel. Ja, du musst halt nur deinen Ring da im Auge behalten, den Ringmuskel. Ja, klar, Ring. Mom, der Neuling versucht mir den Schneefreitag zu vermiesen. Nur noch kurz, Pupselchen. Ich muss nur noch für ein bisschen mehr Weihnachtszauber sorgen. Oh Mist, die Erwachsenen sind auch von der dunklen Materie korrumpiert. Wer lässt Boah, die lassen mich bluten. Kämpfen? Verdammt lahm. Eigentlich haben wir nie geregelt, ob die Erwachsenen spielen dürfen oder nicht. Oh, du Kleines. So. Gerade war Sound irgendwie. Oh, du Kleines. Drohnenbombe habe ich bekommen, neue Kraft freigeschalten. Ja? Wie krass, du kriegst jetzt noch neue Kräfte und so. Naja, es kommt ja noch eine ganze Mission danach, eine riesige. Das ist noch nicht das Finale. Was ist das hier? In so ein Anti-Drew-Totem. Anti-Drew? Mac-Drew? Boah, er hat mich eingefroren. Da oben sind auch noch ganz viele Drew-Kids. Boah, er hat mich in der Luft gefriest, ey. Das war krass. Troggel-Drew. So. Geschlitzt, du. Sauber, du Dreischer. Sauber, da. Da schnitzt sie dir ab. Sauputzen. Du schnitzt sie dir ab, du Pilulka, so einmal glauben, du. Komm her, du. Komm her, du. Die sagen, was und komm mal her. Nee, ach ja, und komm mal her. Was? Komm mal her. Komm du doch mal her. Ach ja? Ach ja? Lianne und ihre Untertanen. Oh, hier hinten ist noch eine sexy Kiste. Wo da hinten? War da Drew-Kram drin? Hier war Drew-Kram drin. Komm mal her. Endlose Wut. Mir angepisst. Krass.
Ey, hier oben auf dem Dach geht's auch noch irgendwo hin. Komm mal her. Ach ja? Ach ja? Wo soll ich denn hinkommen? Hä? Oder sind wir von hierher gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen, oder? Ah ja, doch. Ja. Erstmal schön am Komma her stecken. Ja, mir ist eine fliegende Spinne ins Ohr geflogen, da muss ich mal husten. Nachher? Nachher? Komm mal her, du. Ja, das ist noch ein Snack, den ich mir rein snacke. Oh, hier oben ist auch noch Kram. Ich krieg auch HP ab und so, das ist voll geil. Ja, guck mal, wenn ich jetzt was einsammle, fliegt das dann auch zu dir rüber? Ja, also du warst eh voll, ne? Ich war voll, ja. Guck mal, da steckt jemand fest. Scheiße, ich kann diese Arschlöcher nicht abschütteln. Oh yeah. Boah, Alter. Voll den Tentakelarm hat der. Moment, ich bin gerade beschäftigt, eine Mutter zu verprügeln. Ich gehe auf Mutter. Was ist mit denen hier? Der Typ hat übelst den Tentakelarm. Ja. Aber wenn sie eingequieft sind, wehren sie sich nicht gegen unsere Schläge. Ja, bis sie irgendwann wieder Queef-immun werden, ne? Spieler 1. Boah. Halt dich, um die Alter, mich verprügelt irgendwie eine Mom. Alter. Spieler 1, fast hätten sie dich erwischt. Boah, mir geht's nicht gut. Knapp, du. Diese Pfeile, die Bogenschützen sind heftig. Ja, wenn die treffen, machen sie mit dir den Larry. Bullshit. Oh, nö. Haben sie bei Bogenschützen korrumpiert. Na, wieder Angel hier. Endet dein Weg. Oh, neue Bullshit-Karte im Spiel. Deine Fernkampfwaffen sind verflucht. Bull, Alter. Bull. Auch Kanonen? Ich kann nur noch mit Bananen werfen. Ich mit Footballs. Und Puppen. Leute, Gott will bestimmt nicht, dass wir neben seinem Haus so kämpfen. Ich nehme Drogen, hat einer gerade eben gesagt. Ja. Boah. Tentakelarme, Alter. Boah, hier drüben der kleine Elfenmann. Jesus, Spieler 2. Da unten kannst du alles machen, was du willst. Nur nicht weiterspielen. Das ist nicht erlaubt. Erlaubt. Komm schon, kleiner Bogenschützenfreund. Stell uns direkt tot auf. Spieler 2, du verbringst wirklich viel Zeit damit, am Boden zu liegen. Ja, Spieler 2. Siehst du irgendwas Cooles da unten? Oh. Klöten sieht er da unten. Was für die Drogen? Was? Für die Tore? Für die Drogen? Ich mag dein Motto. Fange Card Menace. Sind noch irgendwelche spannenden Upgrade-Kisten bei der Satanskirche? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt nichts gesehen. Ich auch nicht. Ich sagte X-Musik. Ja, ja. Aber es ist geil irgendwie. Guck mal, wie er hier durch den Schnee wandert. Boah, hier bist du eingefroren mit der Zeit. Ja. Da kann ich auch niemanden burnen. Das ist der Stab auch useless. Es ist der Neuling. Achso, ich hab verstanden, es ist der Golem. Es ist der Golem. Alter, dieser Turm mit Krachern, das ist schon geil. Wie du unten auch nichts siehst. Wo sind die denn? Ich bin nach oben gegangen. Ah, die unten muss ja auch kalt machen. Endlich. Wo müssen wir denn hin? Und mal da oben lang. Was ist da oben? Hier oben geht's weiter. Karte am Tor wählen bei Jimmy. Bei Jimmy Blue Ochsengeschlecht. Oh Gott, er ist jetzt. Aber guck mal, hier ist so ein riesen Eisding. Ja, ja, und hier ist eine Kanonenkugel, oder? Nee. Kann man das zerballern? Weiß ich nicht. Oh, du kannst unter das Eisding noch durch. Champion. Hier ist ein Upgrade. Ja, da ist eine Kiste. Upgrade-Kiste.
Boah, Alter, mein Element des Feuers geht jetzt richtig steil. Ein tapferer Krieger. Ich habe hier eine tolle Auswahl, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, Alter, legendäre letzte Turmexplosion. Was ich da für heftige Nougat-Karten bekomme. Legendärer Nugi. Schöner Legenden-Nugi. Ich mache mir eine ultra-legendäre. Wenn Müffeln endet, explodiert das Gehirn und verursacht 36 Schaden im Umkreis von 10 Metern. Alter. Warum sind Elfen so gute Freunde? Weil sie alle voll Müffeln. Die Macht des Urins ist schon ziemlich krass bei dir, ne? Ja, ich habe meine Katze hart trainiert. Ich habe seine Drüsen jeden Tag, täglich seine Drüse ein bisschen. Deswegen nennt man dich Urin Geller, ne? Urin Geller, der Drüsenkönig. Der Drüsendruide. Scheiße, es gibt noch mehr von ihnen. Durch die dunkle Materie werden die Erwachsenen voll scheiße. Und jetzt. Oh. Oh. Boom. Boah, ich burn. Spring in den tiefen Schnee, um das Feuer zu löschen. Alter, mein Burn-Schaden ist so. Ey, ich bin der lebende Flammenwerfer, das ist richtig krass. Missetaten, so ein Wort, ne? Die Missetaten. Du bist so ein richtiger kleiner Tunichtsgut. Tunichtgut, du Missetäter. Was ist das? Apfelsaft. Ah, du kleiner Tunichtgut. Kennst du die Folge noch? Ja. Von Apfelsaft kriege ich immer tierische Blähungen. Kleiner Tunichtgut. Turm. Boom. Geil, ne? Das ist krass. So? Ja, diesen Weg willst du nicht einschlagen. Alter! Diesen Weg willst du nicht einschlagen. Hast du die Animation gesehen? Das heißt, dass ein dicker kleiner Junge dort unten mit dunkler Magie herum. Dicker kleiner Junge mit dunkler Magie. Warte, ist doch krass. Er sagt es. Ja, ja. Das ist doch der Typ, der in der Parodie ist auf den Typen aus Friedhof der Kuscheltiere. Yeah. Mr. Stott, sie wollen nicht runter zum alten Indianerfriedhof und ihren Sohn dort beerdigen und ihn zurückholen. Welcher Indianerfriedhof? Der in der 13. Straße. Ist immer die 13. Straße, ne? Immer die 13. Straße. Sie wollen nicht zum alten Indianerfriedhof. Ja, das ist der Typ. Du willst da nicht runter, da ist ein kleiner fetter Junge, der spielt mit dunkler Materie rum. Du hast dich so entschieden. Du bereust es, nicht wahr? Aber warte, hier ist doch noch. Das Schicksal hat dich an diesen friedlichen Ort geführt. Und das Schmalzgirl, wie es aussieht. Boah, ich will gar nichts davon. Ah doch, das will ich. Letzte Explosion nochmal. 7 Meter Explosionsradius. Ja, du kriegst ja dann irgendwie Ultra L3 oder so, ne? Ja, du kannst immer weiter. Ich frage mich halt, wie weit kann man gehen, ne? Wie hoch ist das Maximum? Sagt Mutter nicht das. Keine Schule. Alter. Keine Guck dir die Statuen Regeln. An. Ja, ja. Keine Schule. Ist das hier wie diese Steinstatuen aus der unendlichen Geschichte? Keine so ein bisschen. Regeln. Oder Momo und die Kindermänner, oder wie das hieß, ne? Momo und die grauen Kinderschänder. Gab's auch so ein Spiel. Ach komm, ich wusste, dass du entbehrlich bist. Und zu meinem Glück gab mir Mr. Hanky etwas von seiner Macht. Und jetzt kann ich das machen. Was ist das, Fatman? Fantastisch. Eine Geule, Alter. Ah, weißt du, wer das ist? Das ist der aus hier, aus der Folge, wo sie so einen Ninja-Kram haben. Dir, Riesen-Ich. Dass sie die Waffen haben. Mich, Leute. Ja. Boah, er ist Gorax oder wie der hieß. Spieler 1. Egal, wenn es so aussieht, als hättest du gerade Toll, er ist immun gegen Brand. Du hast das Richtige getan. Gegen alles. Aber nicht immun gegen das da. Meteore in die Fresse. Und das da. Alter, ich werd übelst. Mein anderes Ich hat dich voll erwischt. Grad. Wow.
Muss man Cartman vielleicht erst beschädigen? Guck mal, da hinten ist Cartman, ja. Muss Cartman Scheiße, angreifen. Ja. Los, großes E. Schilde hoch. Voll dreckig, Mann. Voll uncool. Sieh dir das an, Neuling. Ja, sieh dir das an. Was hat er jetzt gemacht? Du findest mich nicht. Explodieren lassen. Herr, wie viele Kanonen mal, kann Neuling, ich denn eigentlich haben? Damit. Ich hab zwei jetzt. Ich beschwöre, Neulinge, ihr habt euch dem großen Zauberer widersetzt. Und nach den Gesetzen von Samen kann ich euch beseitigen, wie ich will. Ich extrem Riesenwuchsschaden habe ich ihm gemacht. Welcher ist denn nun der echte große Zauberer? Haben wir jetzt eine Anti-Bullshit-Karte? Ich habe eine Poolnudel in der Hand. Super, Spieler 1. Toll, dass du immer alle heilst. Du bekommst dein Nettigkeitsabzeichen. Wer ist denn der echte jetzt? Das war ich. Ich habe Säurestuhlgang aktiviert. Die sind alle immun gegen meine Sachen. Ja, weil wir auch Poolnudeln haben. Verdammt, Neuling, jetzt bin ich angepisst. Meteorsturm! Er brennt! Bleib unten. Oh, er macht Meteorsturm! Zaubererflamme! Wie Zaubererflamme? Da hinten ist er! Boah, wann geht denn die scheiß Poolnudel weg? Da oben siehst du einen Timer jetzt! Versuch einfach, das hier zu überstehen. Jetzt gib ihm. Siehst du das? Brenne noch. Meteore in die Fresse. Hab ihn. Alter, wie das Blut rausgespritzt ist. Nein, ich will nicht zur Schule gehen. Bäh. So, Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.